Heute hat der Landtag Nordrhein-Westfalen den Bürgerinnen und Bürgern in NRW ein schönes Weihnachtsgeschenk gemacht. Die Regeln für Bürgerbegehren und Bürgerentscheide in NRW wurden deutlich verbessert. Mehr Demokratie hat diesen Prozess über Jahre begleitet. Seit 1988 setzen wir uns für direkte Demokratie in NRW ein. Gemeinsam konnten wir sie zu einem Thema machen, an dem die Landespolitik nicht mehr vorbeikommt. Viele Initiativen bringen ihre Ideen per Bürgerbegehren ein. Wir beobachten diesen Prozess und stehen mit Rat und Tat zur Seite. Dadurch wissen wir auch, welche bürokratischen Hürden die Initiativen ausbremsen. Bei unseren Aktionen und Kampagnen fordern wir gemeinsam nachdrücklich die nötigen Reformen ein. Vor der Landtagswahl 2010 haben wir ein Demokratiepaket geschnürt und an alle Kandidatinnen und Kandidaten nach ihrer Meinung zu unseren Ideen gefragt. Wir haben viele neue Unterstützer gewonnen. Nach der Wahl folgten aufgrund des Ergebnisses langwierige Koalitionsverhandlungen, an deren Ende die rot-grüne Landesregierung eine grundlegende Reform angekündigt hat. Doch damit war der Weg noch nicht zu Ende. Wir sind dran geblieben, haben die Reform im Landtag begleitet und immer wieder mit Politikern aller Fraktionen gesprochen. Und 153 Initiatoren von Bürgerbegehren haben unseren Aufruf für eine durchgreifende Reform unterschrieben. Mit dem heute verabschiedeten Demokratiepaket und dem Gesetz zur Stärkung der Bürgerbeteiligung macht der Landtag NRW den Bürgerinnen und Bürgern in Nordrhein-Westfalen ein schönes Weihnachtsgeschenk. Die Zahl an unzulässigen Bürgerbegehren, die an formalen Hürden scheitern, dürfte in Zukunft deutlich geringer ausfallen. Nicht möglich bleiben weiterhin Abstimmungen über die sogenannten Großprojekte. Wir von Mehr Demokratie haben also noch genug zu tun und an diesem Punkt werden wir auch dranbleiben. Versprochen. Jetzt ist aber erstmal ein Grund, sich zu freuen. Wir haben 2011 für die Demokratie in Nordrhein-Westfalen viel erreicht und ich möchte allen herzlich danken, die dazu einen Anteil beigetragen haben. All unseren aktiven Unterstützern, denjenigen, die mit einer Unterschrift oder einer Spende geholfen haben, unseren Vorständen und selbstverständlich auch den Landtagsabgeordneten, die das Gesetz mit ihrer Stimme unterstützt haben. Herzlichen Dank dafür!